Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RallyQuest. Heute mal wieder zu einer Zuschauerfrage. Ihr könnt gerne und immer wieder mir Zuschauerfragen stellen in den Kommentaren oder auch privat, kein Problem. Die Frage heute kommt ein bisschen eingeflogen und die ist von Marleen. Danke übrigens Marleen für die Frage und die lautet: Welches Geschlecht hat Gott eigentlich? Und schon können wir loslegen. Wer erschafft wen zu seinem Bilde? Der alte Ludwig Feuerbach, Philosoph, hat gesagt, der Mensch hat Gott nach seinen Projektionen, nach seinen Vorstellungen in seinem Kopf erschaffen. Und mit der Frage, welches Geschlecht hat Gott, machen wir dasselbe. Wir vermenschlichen Gott. Schon Xenophanes, griechischer Philosoph, meinte, die Götter der Thraker haben blaue Augen. Die Götter der Äthiopier schwarze Haut. Und könnten Löwen oder Pferde Götterbilder machen, es wären Löwen und Pferde. Insofern ist die Frage nach dem Geschlecht Gottes genau dasselbe. Wir machen Gott zu einem Menschen. Wenn wir unseren Glauben vor der kritischen Vernunft rechtfertigen wollen, dann muss klar sein, dass so vermenschlichte Gottesbilder sich kaum rechtfertigen lassen. Aber in unserer jüdisch-christlichen Tradition ist auch von Anfang an ein Riegel vorgeschoben. Das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Gottesbild machen. Kein Bild. Nichts dergleichen. Keiner mit Blitz, der irgendwelchen Leuten den Hintern versenkt. Keiner mit einem Hammer, der Leute zerquetscht. Sondern Gott ist immer mehr als das, was wir uns irgendwie menschlich, materiell vorstellen können. Ja, die einzige Möglichkeit, die der christliche Glaube überhaupt zulässt, von dem Geschlecht Gottes irgendwie zu reden, ist, wenn man von Gott in Metaphern oder Gleichnissen spricht. Die Bibel kennt ja viele Bilder und Metaphern für Gott. Das Licht der Welt, der gute Hirte, die Quelle des lebendigen Wassers oder ein verzehrendes Feuer. Habe ich eins dabei? Naja, egal, wie auch immer. Ihr habt ja hier auch einen guten Hintergrund. Jedenfalls gibt es auch Metaphern mit Geschlecht. Zum Beispiel, sehr bekannt, Gott als der Vater. Ihr kennt bestimmt aus dem Neuen Testament das Vater unser im Himmel. Da spricht man Gott wie einen Vater an. Im Alten Testament spricht man aber über Gott auch, dass er wie eine Mutter sich um die Küken kümmert und so weiter. Also das Entscheidende ist immer das Wie. Gott ist wie Licht, wie Wasser, wie eine Mutter. Und jetzt ist die Frage, wie? Um alles in der Welt kommt jetzt so ein Haufen Deutsche darauf, sich Gott wie einen alten Mann mit Bart und als Weihnachtsmann auf einer Wolke vorzustellen. Als die Römer im Jahre 70 nach Christus den Tempel in Jerusalem erobern, den Tempel des jüdischen Volkes, erschrecken sie. Sagen, oh mein Gott, Mann, wo ist deren Gott? Kein Bild, keine Statue, nix. Sie sagten, das müssen Atheisten sein. Für die Römer war ein unvorstellbarer Gott unvorstellbar. Bleiben wir noch ein bisschen beim Tempel in Jerusalem. Als der das erste Mal gebaut wurde von dem großen bekannten König Salomo, soll dieser nach langer, langer Bauzeit und immensen Summen, die da reingeflossen sind, bei der Einweihung folgendes Gebet ein bisschen selbstkritisch gesprochen haben. O Gott, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie solltest du in diesem Tempel wohnen, den ich gebaut habe? Auch unser Neues Testament hat viel über Gott zu sagen, aber zwei Dinge, die ich besonders wertvoll an dieser Stelle erachte. Nummer eins, das heißt, Gott ist Geist und die ihn anbeten. Wir müssen im Geist ihn anbeten. Ich würde heute das Wort Geist vielleicht mit Bewusstsein wiedergeben. Gott ist ewiges, unendliches Bewusstsein. Die andere Stelle, da heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Beide Stellen zusammen ist für mich, was ist Gott, wer ist Gott? Ein persönliches, unendlich liebendes Bewusstsein, was dich und mich kennt und die Welt am Anfang, jetzt und am Ende in seiner Hand hält und mit einem Plan wünscht sie. Deswegen möchte ich das Gebet von Salomo ein bisschen umformulieren. In einen Satz, in ungefähr so, oh Gott,
so groß wie du bist, so groß, dass das Universum keinen Platz für dich hat. Und alles sprengt, unser Denken sprengt und wir basteln dir einen kleinen Penisrand von 5 cm. Oder eine Vagina. Das geht nicht. Wie kommen wir also dazu, dass in Deutschland sich 60% der Leute Gott wie den Weihnachtsmann vorstellen? Weihnachtsmann! Aber das geht an Martin Luther. In unserer deutschen Bibelübersetzung, dort wo Gottes Name steht, übersetzt Luther 7000 Mal mit der Herr. Und der Herr, ja, das klingt dann schon nach Penis und Weihnachtsmannbart. Luther macht das aus einem bestimmten Grund. Eigentlich im Hebräischen steht Jahwe. Jahwe, der Gottesname, heißt in Deutsch übersetzt Ich bin, der ich bin oder Ich werde sein. Ewiges Bewusstsein. Aber diesen Namen, weil er so heilig ist und es ein Gebot gibt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Schreiben jüdische Übersetzer, aber auch der Martin Luther, der deutsche Übersetzer, den Namen nicht direkt hin, sondern ein Schutzwort, und das ist bei Luther männlich, der Herr. Nur weil so viele Leute keine Theologie studieren und dann eine einfache Bibel lesen, der Herr, okay, Gott ist der Weihnachtsmann, schön. Lass uns mal wieder zu Ich bin, der ich bin, zurück. Menschen und unsere Welt besteht auch aus Materie. Und wir dürfen den Fehler nicht machen, wenn wir sagen, Gott hat uns in sein Bild geschaffen, zu sagen, Gott ist wie Materie. Denn da, wo die Bibel sagt, wir sind zum Bilde Gottes, meint sie gerade nicht die Materie, sondern den Geist. Wenn Gott Geist ist und uns zu seinem Bilde erschafft, ist das, was in uns ihm widerspiegelt, der Geist. Und deswegen ist auch der christliche Gedanke der, an der Stelle, wo ich Gott nahe komme, da spielt Materie, nämlich bin ich schwarz oder weiß, männlich oder weiblich, keine Rolle mehr. Desto näher wir Gott kommen, desto mehr wir sein Ebenbild widerspiegeln, desto scheißegaler ist das ganze Geschlechtsding auch für uns. Desto mehr spielen die göttlichen Eigenschaften eine Rolle. Desto mehr werden wir unendliches, liebendes Bewusstsein, Barmherzigkeit. Und dahin gehen auch die Gebote. Liebe deinen Nächsten, und die Liebe ist universell. Die ist nicht weiblich oder männlich. Die ist alles und noch mehr. So wie ich bin, der ich bin. That's it. Meine Frau nimmt in den nächsten Wochen ein schönes Lied auf zu dem Thema hier. Und da kann man das Thema von heute nachfühlen, nachhören. Wem es vielleicht ein bisschen zu abstrakt war, dazu eine kleine Empfehlung. Ihr könnt ruhig abonnieren, dass ihr das nicht verpasst. Und wie gesagt, wie am Anfang, ihr könnt gerne Fragen stellen. Meine Bildquellen, die packe ich jetzt in den Anhang. Für die Leute, die sich mit rechtlichen Sachen beschäftigen, guckt es euch an alle Antworten. Nee, passt schon.